Hallo Leute, bevor wir diesmal richtig loslegen, ich habe hier ein ganz seltenes Exemplar von Creeper gefunden. Und den will ich jetzt haben. Seht ihr das da? Aber dafür brauche ich mein Jetpack. Ich erkläre euch danach gleich hier, was die Sache ist. Habe ich mein Jetpack schon an? Ja, ich habe mein Jetpack an, aber es ist fast leer. Ist egal, ich will den Creeper. Und wenn ich dabei draufgehe, ich will den Creeper. Ich will den Creeper, ich will den Creeper, ich will den Creeper. Los, komm her, komm her. Explodier! Yay! Okay. Den habe ich schon Ewigkeiten haben wollen. Jetzt haben wir 25 Cookie. Oh Gott, hier sind überall Viecher. Überall. Ja. Okay. Also, als allererstes seht ihr ja, ich bin Level 20. Warum ich Level 20 bin? Ich war am Nether. Und dabei habe ich das und das hier alles bekommen. So, nettes Goldschwert, goldenen Helm. Und ein Haufen verrottetes Fleisch und Goldnuggets. Und jetzt habe ich Cookies. Yes. Ich wollte schon immer Cookies haben. So. Es ist auch mitten in der Nacht, weil ich halt. Hier sind bestimmt überall irgendwelche Viecher. Weil ich zwischendurch hier ein bisschen rumgespielt habe mit den Aufnahmen. So, und bevor ich euch jetzt zeige, was ich im Nether. Ach nee, ich würde sagen, wir fangen mit der Nether-Aktion an. Also, Film ab und bis gleich.
Willkommen zurück, war ja eine tolle Sache, oder? Also, wie ihr sicherlich gesehen habt, ich kann schlafen, ein Glück. Ja, also ich habe mir ein paar Level besorgt im Nether und habe da ein bisschen rumgesponnen. Und, kann ich eigentlich jetzt... Moment mal kurz. So, viel besser. Bisschen Musik gehört doch dazu zum Spielen. Ist ja auch ein bisschen relaxter. Und da ist ein Enderman, yes. Also, wie ihr sie gesehen habt, ein bisschen rumgealbert und gemacht und getan. Außerdem habe ich hier so einen Teleport-Tether hingestellt. Den fand ich relativ interessant, weil der sorgt jetzt quasi auch dafür, dass hier alles geladen wird, wenn ich unterwegs bin. Weil ich habe natürlich eine Höhlentour vor, war ja fast klar. Ich habe außerdem noch Teleport-Tether drüben bei unserem Curry aufgestellt. Die fand ich auch ganz wichtig. So, dann habe ich... zwei von den großen Maschinen angeschlossen, wie ihr ja richtig gesehen habt. Ja, es ist Wasser durchgeflossen, es funktioniert auch. Oh. Warum sind die jetzt wieder leer? Oh. Also das scheint noch nicht so ganz, die waren gerade eben noch komplett bis oben hin voll. Warum auch immer, noch sind sie ja ordentlich. Ich lasse die hier auch pulsen, da passiert also nichts. Selbst wenn sie mal ein bisschen wärmer werden sollten. Oh, hier liegt ein Stein rum. Hallo, Stein. In der Zeit hat das hier ordentlich durchgearbeitet, gibt es auch schon wieder 15 UU-Meter, alles schick. So, also das haben wir gemacht, ja, die Maschinen hier habe ich hier drunter angeschlossen. Ja, mal gucken, das kann ich euch auch noch zeigen, natürlich. Heute ist so ein bisschen so, ich zeige euch mal, was ich so gemacht habe. Warum ich nur zwei angeschlossen habe, weil die zwei schon knapp am Limit von unserer MFE arbeiten. Bringen aber ordentlich Power, wenn ihr jetzt mal hier kurz reinguckt. Und der Itemfluss von dem Query ist auch sehr nett. Also durchgehend richtig, richtig Saft drauf. So, dann machen wir jetzt das, wozu ich eigentlich die 20 Level haben wollte. Nämlich verzaubern. 20 Level, ey, das hat so ewig gedauert. Achso, bevor ich jetzt anfange mit verzaubern. Erstmal... Mache ich mir jetzt schon Gold? Ach Quatsch, ich schmeiß die jetzt erstmal hier rein. So, die Sachen hier lassen wir einfach mal abtransportieren. Die behalte ich. Das kann auch weg. Wie ihr seht, also ich habe nur Schwerter, Bogen und meine Rüstung mitgenommen in den Nether. Ich könnte mal mein Jetpack aufladen. Das wäre eine sehr gute Idee. So, den Nanosaber habe ich auch nicht mitgenommen. Ich bin einfach nur durch die Gegend gerannt und habe drei von den Schwertern hier vernichtet. War ganz witzig. So, dann... habe ich Rucksäcke vorbereitet. Drei Stück. Weil ich habe ja eine große Höhlentour vor. Und die wird natürlich auch wieder eine nette Zeitrafferfolge. So. Da haben wir hier sechs Pikes, also Pickaxe, drei Schaufeln, drei Äxte, einen Haufen Fackeln, etwas Holz und die Schwerter können jetzt hier wieder rein. Die beiden. Sehr gut. So, und dann nehmen wir uns jetzt mal die Emerald Pickaxe hier raus, die volle. Und gehen mal hoch zum Verzaubertisch. Achso, die anderen beiden Rucksäcke leer. Und leer. So. Dann schauen wir doch mal. Ich hätte gerne diese hier. Ah, sieht ja immer noch so doof aus. Also ja, ich habe es installiert. Ich wollte einfach die Level jetzt nicht wie blöd verschwenden. Es kann so oder so schon... Oh, Effizienz 2 und Glück 1. Nö. Was mir genau sowas in der Art. Aber ich hätte gern, wenn es möglich ist, Glück 2. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Die soll wirklich nur dafür da sein, um dann möglichst effektiv Diamanten abzubauen. Das kann jetzt auch durchaus ein bisschen dauern. Also ich habe vorhin schon mal geguckt. Das dauert manchmal, bis man seine gewünschte Verzauberung findet. Aber ich dachte mir nach 20 Level, meine Güte, jetzt bist du hier schon Ewigkeiten im Nether unterwegs. Ich glaube 20 reicht erstmal. Ansonsten hätte ich ja theoretisch auch 50 farmen können. Nö. Ich weiß gar nicht, ob ich mit der Bücherregal-Kombo überhaupt Glück 2 erreichen kann. Bin ich ganz ehrlich. Das weiß ich gar nicht. Aber Unbreaking wäre gut. Also machen wir mal das nächste Mal, wenn Haltbarkeit und Glück kommt in Kombination... werde ich es draufpacken. Wie man hier die ganzen unterschiedlichen Level teilweise mit der gleichen Stufe sieht, das ist total ärgerlich. So, nein. Okay. Nein. Nein.
Meine Güte, Samthandschuhe wäre natürlich auch nett. Aber momentan nicht sinnvoll. Okay. Oh, jetzt kommt nichts mehr mit Glück. Doch hier, Effizienz und Glück. Ich will aber Haltbarkeit und Glück, bitte. Effizienz ist zwar nett, aber Zeit habe ich dann auch noch. Ja, also wie gesagt, die Folge wird dann separat und die läuft auch außerhalb der Wertung. Die Farmfolge, die werde ich dann wieder rauspacken. Es hat halt doch heute ein bisschen länger gedauert mit dem Hochladen wieder mal. Weil ich einfach einen Haufen Zeug ausprobiert habe. Effizienz und Glück. Effizienz, Haltbarkeit und Glück. Perfekt. Die nehmen wir. Yes, sir. So, damit haben wir unsere Abbauspitzhacke. Die hält ja auch ein bisschen durch. Das lohnt sich dann auf jeden Fall schon mal. Wenn jetzt 25% mehr, dann ist es, wenn man so 8 Diamanten findet, kriegt man 10, 12 Stück raus. Das ist schon ganz nett. So, dann habe ich hier ein bisschen Sand rausgebastelt und habe den unten umgewandelt. Hab Holzkohle hergestellt. Ich habe hinten die Truhen geleert. Das waren irgendwie 14 Stacks Holz. Da habe ich einen Haufen Holzkohle draus gemacht. Da habe ich einen Haufen Sticks draus gemacht und habe den Fackeln gebastelt. Und naja, nicht umsonst hier. Und hier sind auch noch Massen an Fackeln. So, und unsere Kohle will ich jetzt noch nicht verschwenden. Ich könnte hier auch überall jetzt noch Diamanten machen. Aber na, ehrlich gesagt, glaube ich, ist das nicht so sinnvoll gerade. Ja. Okay, das hier läuft soweit. Das ist schon mal schick. Der müsste auch alles leer sein. Genau, hier habe ich noch ein bisschen... Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte. Ha. Und zwar hatte mir ja mal jemand den Tipp gegeben, ich soll einfach mit dem Tree-Tab länger auf den Baumnarben draufbleiben, ja? Jetzt muss ich wahrscheinlich deswegen meine ganzen Bäume fällen, weil dadurch verschwinden die Narben. Das heißt, die hier... Ich habe es jetzt eine Stunde laufen lassen. Also die hier existierte noch. Ich wollte es euch ja mal nochmal zeigen. Aber der Rest, da kommt nichts mehr nach. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass hier nicht irgendwo ein Vieh rumläuft. Das wäre nämlich äußerst fies. Fies. Haha. So, pass auf. Ich fäll die danach eh alle. Wenn ich jetzt hier raufgehe und einmal mache, kommt ja ganz normal. Und ihr seht auch, dass das Ding noch da ist. So, wenn ich das jetzt mehrfach mache, geht es weg. Da kommt zwar ab und zu noch eins raus, aber jetzt kommt nie wieder was. So, und da wir gerade so schön dabei sind, nehmen wir uns mal eine Axt. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich die Axt jetzt in der Version schon wieder... Nee. Aber das wäre ja eh Unsinn, weil es ja auch die falschen Bäume für Äxte sind. So. So. Okay. Klack. Sehr schön. So, Nummer 1 ist weg. Dann werden wir auch gleich noch einen sechsten dazu basteln wahrscheinlich. Ah, das wäre jetzt noch ein bisschen was drin gewesen. Weil ich brauche jetzt einen Haufen Kabel. Ich habe ja jetzt Goldkabel hergestellt und Rubber ist doch recht rar gesätes Gut gerade. Gummi ist nun mal notwendig. So, hier ist schon mal der erste Sapling. So. Und weg. Und oh, noch einer. Ist ja unglaublich. So. Und so. Ja, ich finde es übrigens sehr schade, dass man Holzkohle nicht masterieren kann. Das wäre echt toll. Ich bin auch am Überlegen, ob ich da einfach das Config-File für umschreibe. Aber das wäre ja so auch wieder ein bisschen beschiss. Und ich finde es mit dem Enchanten gerade, das war schon arg am Limit. Aber ich wollte halt nicht weiter frustriert durch die Gegend rennen. Dementsprechend habe ich das gemacht. So, so. Mal hier eine Runde durchflügen. So. Au. Ah, ohne Jetpack. Hm, sehr sinnvoll, sehr sinnvoll. Sebi, du bist mal wieder super. Ja. Ganz klassisch. Okay, so. Und raus. Komm. So, dann werden wir gleich noch eine Runde durch den Gemüsegarten hier vorne gehen. Und da nochmal abbauen. Na, 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 na. So. Auf Dauer brauchen wir auch ein paar Bücherregale und
Ich möchte auch noch mehr Farmen bauen. Ach so, ja, im Übrigen, das Portieren von diesem ganzen Zeug hier auf die 132 ist durchaus möglich. Also jetzt die Map an sich wahrscheinlich nicht, da ich es ja euch für euch zugänglich machen möchte, wird das halt etwas schwerer. Oh, es wird dunkel. Okay, dann gehen wir mal schnell schlafen. Aber wenn ich es komplett selber aufbaue, hust, dann werde ich wohl dann einfach, oh, ja, es ist doch nachts. Da werde ich wohl dann einfach eine Zeitraffer oder zwei oder drei Zeitraffer-Folgen machen, wie ich das ganze Ding umgebaut habe und aufgebaut und keine Ahnung. Ich hoffe, ihr würdet es mir dann nicht übel nehmen, wenn ich es dann natürlich ein bisschen stylischer aufbaue. Also einfach mehr Platz lasse, dass es nicht, dass hier nicht am Balkon direkt das Häuschen steht und so. Das wäre nämlich echt doof, finde ich. So, dann zum Thema, hallo? Zum Thema 100 Abonnenten-Special. Das ist ja nun auch so halb in Vergessenheit geraten. Nein, natürlich ist es nicht in Vergessenheit geraten. Ich denke da die ganze Zeit dran, aber jetzt kommen wir zum interessanten Punkt. Dadurch, dass es so viele Leute waren und dadurch, dass ich ja sowieso noch eine TS-Session machen muss, würde ich spontan behaupten, ich baue das Ding da oben um. Wenn von den Vorgeschlagenen irgendwer sagt, oh, gefällt mir gar nicht, dann sagt das, dann ändere ich es. Aber wir haben jetzt hier 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das heißt für die 132-Version sowieso schon genug Tische. Also hier Bücherregale. Darum werde ich da auch nicht mehr reinpacken. Und der Computer wird einfach von hier oben, von hier unten nach oben versetzt. Aber auch das wäre eigentlich sinnvoller, es dann in der 132 zu machen. Weil ansonsten verhaue ich mir hier die IDs und da kommen ja eh noch ein paar Programme dazu. Wie gesagt, sobald Red Power, ich hab Elo-Rahmen sogar angeschrieben, da ist bis jetzt scheinbar noch nicht so wirklich irgendeine Info rauszuquetschen, wie lange es noch dauert mit Red Power. Aber so lange sollte es ja eigentlich nicht mehr sein, also meistens arbeitet die total schnell. So, genau, saug schön Wasser, es klingt immer, als ob hier irgendwer draußen planschen würde. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Ach, ich habe hier Rubber Tree Saplings, so. Dann packen wir erstmal das hier rein. Oh Gott. Ich hoffe, das hält ja aus. Nee. Ah ja, gut, geht aber wesentlich schneller. Auch wenn er jetzt einen massiven Energiemangel leidet. So und so. Und dann kannst du hier auch noch alle hinterherhauen. Nehmen wir schon mal raus. Sehr schön. Und schon haben wir wieder wenigstens ein bisschen mehr Gummi. Ja, und die Farmaktion, die werde ich wahrscheinlich heute Nacht starten. Also nach der Aufnahme, denke ich mal. Weil, also ich habe für mich selber so geplant, naja, ein Maximum von 4 Stunden nicht zu überschreiten. Ist natürlich immer leichter gesagt, wenn man dann irgendwo eine Ader findet. Aber 4 Stunden lassen sich halt noch halbwegs so in 25 Minuten Format verpacken. Und ich weiß ja auch nicht, was zwischendurch noch passiert, wenn ich da jetzt x-mal von Creepern umgehauen werde, muss ich natürlich öfter anhalten. Und dadurch dauert es dann noch länger und naja, das muss man sich alles mal angucken, wie denn die ganze Höhlenstory läuft. Ich habe ja erst überlegt, ob ich das einfach im monsterlosen Modus mache. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Aber dann könnte ich mir die Items ja im Grunde auch gleich hercheaten. Das ist ja, würde ja dann nichts ändern. Von daher, Monster müssen schon sein, auch wenn ihr nicht direkt mit dabei seid. Ihr seht es ja nachher im Zeitraffer, was alles passiert ist. Hoffe ich zumindest, dass alles funktioniert, weil es ist immer ein recht großer Aufnahmeaufwand. Es sind dann immer so, auch wenn es euch vielleicht jetzt nicht interessiert, aber es sind dann immer so 300 GB Daten, die da entstehen. Ist schon heftig. So, was war denn noch? Genau, die Effizienz pikt nehme ich auch mit. Die Sachen lasse ich hier. Okay. Du kannst hier rein. Und ihr auch. Okay, TreeTap kommt hier rüber. Ah, schon ein paar Sachen zum Aufladen jetzt hier. Ja, und ich hoffe, dass ich mit massiv viel Material wieder ankomme. Und wie gesagt, die Tether habe ich gesetzt, damit hier die Maschine weiterarbeitet.
Ich hoffe ja stark, aber wenn uns was verloren geht, dann ist es eh nur Sand oder Erde. Von daher wäre ich da jetzt nicht so traurig. Oder halt Cobblestone, obwohl ich das nicht glaube, weil Cobblestone ja immer noch ein Teil mit abtransportiert wird hier rüber. Ja, war sonst noch irgendwas Interessantes zu erzählen? Jetzt habe ich die ganze Folge nur Mist gelabert und eigentlich nicht viel gemacht außer der Zusammenfassung. Naja. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns dann morgen, ob ich die Farmfolge, also ich werde morgen dann die reguläre Folge machen, wenn ich gefarmt habe. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Boah, eine halbe Nacht unterwegs. Und wenn ich die Farmfolge morgen noch nicht raushaue, dann halt ein bisschen später, aber ich denke schon, dass ich die morgen. Doch, ich denke mal, ich werde die morgen mitmachen. Ja, dann erstmal noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich morgen. Bis dann.